In Berlin gibt es nichts, was es nicht gibt. Besonderes, Einzigartiges, Außergewöhnliches. Und dazu soll auch dieser Laden hier zählen, die Ice Princess Dreams. Ob man sich hier aber auch zum Eisprinzen verwandeln lassen kann, das werden wir sehen. Außerdem soll es hier drin wirklich was Einzigartiges geben. Kommen Sie mit. Besonders Mädchenträume werden hier wahr. Überall glitzert's und funkelt's. Jedes Eiskunstlaufherz schlägt hier höher. Dafür sorgen Markus und Franziska Weise schon seit gut 10 Jahren, ohne selbst Eiskunstläufer zu sein. Wir sind komplett Quereinsteiger. Wir sind zwar mal ein bisschen gelaufen, aber jetzt nicht irgendwie mit Pokal oder irgendwelche Küren etc. pp. Und jetzt sehe ich natürlich aus wie Otto Normalreporter. Franziska, könnt ihr aus mir denn einen Eiskunstläufer machen? Natürlich. Möchte aber schön aussehen. Das, liebe Zuschauer, nennt sich schlichte Eleganz. Schwarz und ein bisschen Glitter, das muss natürlich noch aufgewertet werden. Und wie schaffen und machen wir das? Mit 2 schönen Mädels. Kommt her. Das sind nämlich Daniela, Trainerin, und Sarah, mehrfache deutsche Meisterin. Geht ihr auch ab und zu hier einkaufen? Ja, klar. Schuhe, Schoner, alles. Ja, ich kaufe immer meine Strumpfhosen und meine Trainingskleider an. Dann würde ich mal sagen, Shopping Time! Vor ihrer Trainerkarriere ist Daniela übrigens auch erfolgreiche Eiskunstläuferin gewesen. Bis heute begeistern sich beide aber nicht nur für Kür und Pflicht, sondern auch für solche schicken Outfits. Mein Gott, sehen Sie nicht schick aus? Ich dagegen, naja, schlichte Eleganz eben. Aber mir fehlt noch ein entscheidendes Detail. Na klar, die Schlittschuhe. Bei denen ist das A und O übrigens der richtige Schliff. Markus ist hierbei hochkonzentriert, es darf nichts schiefgehen. Es geht schließlich um die Sicherheit und darum, ob ein Profi-Eiskunstläufer erfolgreich ist oder nicht. Wenn ein Eiskunstläufer muss natürlich auch Drehungen machen, da würde natürlich der zu tiefe Schliff eher abbremsen. Und beim Hockeyspieler zum Beispiel, der muss ja schnell auf Zack sein, der muss schnell wegkommen, der will ja keine Pirouetten machen. Was ganz wichtig ist, vorne die Zacken. Der Eiskunstläufer braucht die Zacke sozusagen, um sich halt auch ein bisschen mit abzustoßen, mit wegzuspringen und sowas alles, gerade für Sprünge. Spielt für mich keine Rolle. Ich stand vor 10 Jahren zuletzt mit Schlittschuhen auf einer Eisbahn und hier im Shop kann man das auch. Zumindest auf einer Kunsteisbahn. So, das funktioniert prima. Und das ist jetzt also diese Einzigartigkeit, die ich eingangs schon erwähnt habe. Eure Trainingseisbahn, ne? Genau. Auch wenn sie nicht unbedingt die größte ist, aber in Deutschland mit eigentlich die einzige, ja, in so einem Laden mit drin. Und so einzigartig, dass halt auch viele aus Chemnitz, Dresden extra hochkommen nach Berlin, um das mal auszuprobieren. Wunderbar. Und so kann man natürlich die Schuhe noch besser testen. Wir trainieren jetzt hier natürlich die Hebefigur und den dreifachen Rittberger. Danke, dass wir da sein durften. Danke an euch. Aber ihr seid noch nicht entlassen. Weiter geht's. Training muss sein. Tschüss.